Herzlich willkommen zum heutigen Live-Satsang. Stille ist die höchste Lehre, weil Stille der höchste Lehrer ist. Stille ist der Satguru. Wir können zur Stille ganz genau sagen, ganz genauso sagen, Liebe, Frieden, Bewusstsein, Sein, das Mysterium des Lebens selbst. Es gibt nichts anderes als Stille. Es gibt nichts anderes als das Leben selbst. Wir wollen alle Frieden erfahren, im Außen wie auch im Inneren. Und dafür ist es notwendig, dass wir die Leinwand des Lebens berühren, dass wir die Stille wahrnehmen können in allem, was ist. Worin erscheint all das, was wir von der Früh bis am Abend wahrnehmen? Egal was es ist, egal was wir heute am Sonntag wahrgenommen haben, worin erscheint das? Worauf erscheint das? Wir sagen so salopp, das ist das Leben, das ist unser Leben. Aber wenn wir das so salopp wegschmeißen, dann schmeißen wir in Wirklichkeit die ultimative Glückseligkeit weg. Wir können es wahrnehmen, was das Leben ist. Wir können es wahrnehmen, was unser Erleben ist und woraus unser Erleben, unsere Umstände, unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Beziehungen bestehen. Es gibt in all dem einen kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich die Stille, die Liebe, der Frieden, die Leinwand des Lebens selbst. Und wenn ich früher gehört hätte von einem Lehrer, du musst die Leinwand des Lebens berühren, dann hätte ich mit meinen Händen irgendwo hingefasst und mich gefragt, wie kann ich die Leinwand des Lebens berühren? Wie kann ich die Tiefe des Lebens wirklich erfassen? Und natürlich ist es nicht mit unseren Händen zu erfassen. Wir können das Leben, die Leinwand des Lebens nicht mit unseren Händen erfassen. Auch nicht mit unseren Sinnesorganen erfassen. Die Stille, die Leinwand des Lebens selbst erfassen wir mit der Essenz, die wir sind. Mit unserem wahren Wesen, mit unserem wahren Wesenskern. Und wie erfahren wir die Stille in allem, was ist? Und ist es noch so turbulent? Ist es noch so chaotisch? Und ist es noch so schmerzvoll? Wie erfahren wir den Frieden in jeder Sekunde? Es geht nicht über ein Tun. Es geht nicht über unsere fünf Sinne und es geht nicht über unser Denken. Es geht über das innere Nichtstun, über das innere Nicht-Reagieren. Wenn wir uns darin üben, dass wir alles, was in unserem Körper stattfindet, einfach nur da sein lassen, den Sensationen, den Bewegungen, den Gedanken, den Gefühlen Raum schenken, die sie einnehmen wollen und nichts damit tun, nichts damit im klassischen Sinne tun, sondern sich dem einfach nur bewusst zu werden, sinken wir zurück in unsere wahre Essenz, sinken wir zurück in das Erwachen, in die Selbsterkenntnis, in die Stille des Lebens, dorthin zurück, wo Raum und Zeit transzendiert wird, wo alles durchschaut wird, dass alles, was wir hier erfahren, eine gewaltige göttliche Illusion ist, eine Erscheinungswelt ist, ein Traumgeschehen ist. Wir können es nur berühren,
das Göttliche, das Mystische, wenn wir uns darin üben, innerlich ruhig zu werden, still zu werden, nicht irgendwem hinterherjagen, dem nächsten Moment hinterherjagen, auf etwas Neues zu warten, sondern wenn wir in unserer Weisheit zu Hause sind, dass dieser Moment genau jetzt niemals vollkommener werden kann, als er bereits ist. Und auch der nächste und der nächste und der nächste Moment, dass darin das Leben zu finden ist, die Tiefe, die Schönheit, die Stille, die Liebe, der Frieden. Wir berühren die Leinwand des Lebens, indem wir innerlich nichts tun. Wir erwachen zu unserer wahren Natur, indem wir innerlich ruhig und still werden. Nicht alles kommentieren, nicht alles kritisieren, nicht alles verurteilen und beurteilen, nicht alles analysieren. Wir werden mit der Analyse nicht erwachen. Die Stille lässt uns erwachen. Der Frieden lässt uns erwachen. Alles kommt aus der Stille, alles ist aus der Stille und alles kehrt in die Stille wieder zurück. Lassen wir uns von diesem Moment tief berühren, genau jetzt. Lassen wir uns von unseren Gefühlen, Gedanken, Empfindungen jetzt erfassen. Kommen wir innerlich zur Ruhe und keine Angst, in unserer inneren Ruhe geschieht eine Handlung, geschieht eine Weisheit, geschieht eine Aktion. Die Stille, das Bewusstsein, der Frieden ist die höchste Intelligenz, ist die höchste Form der Intelligenz. Warum kehren wir nicht zurück zu unserer Wurzel und ernähren den ganzen Baum aus der Wurzel heraus? Die Wurzel, der Stamm, die Äste. Warum ernähren wir nicht den ganzen Lebensbaum? Und sinken zurück in die Wurzel unseres Seins. Warum versuchen wir die einzelnen Äste zu ernähren, zu kultivieren? Warum machen wir uns es nicht einfach und sinken wir zurück in unsere wahre Natur, in die Stille? Und dort wird der Lebensbaum von der Pike an, vom Ursprung an, ernährt bis in die kleinsten Äste hinein, ohne dass wir großartig etwas verstehen müssen, ohne dass wir uns verändern müssen, ohne dass wir dies und das heilen müssen. Alles heilt, wenn wir die Stille des Lebens berühren. Wenn wir rausgehen aus dem ständigen Denken und wenn wir einfach da sind, wenn wir einfach jetzt da sind, so wie wir sind, so wie wir auch als Mensch sind, mit allem, was uns ausmacht, mit all unseren Tränen, mit all unseren Lachen. Die Stille ist immer da, auch jetzt. Sie ist inmitten einer jeden Erfahrung. Wir müssen der Erfahrung aber Zeit geben,
Wir müssen unserem Erleben Zeit geben, dass in unseren Erfahrungen sich das Göttliche offenbaren darf. Wenn wir sagen, wir wollen die Trauer nicht, geben wir der Trauer keine Zeit, dass sich die Trauer entfaltet und uns die Schönheit präsentiert. Wenn wir die Trauer, die Angst, die Eifersucht, die Scham, die Schuld, all das, was wir kennen, wegdrücken, weghaben wollen, dann kann sich das Objekt nicht in voller Pracht zeigen, woraus es besteht, woraus es entsteht. Wir drücken es weg und jagen und lechzen der nächsten Erfahrung, dem nächsten Gefühl hinterher. Und das macht uns müde. Das macht uns so müde. Das macht uns so depressiv und so erschöpfend. Die höchste Lehre ist, innerlich nicht zu reagieren. So wird jedes Trauma aufgelöst. So wird jede Geschichte aufgelöst. So wird jede Disharmonie in uns aufgelöst. Und nicht nur das. Es macht sich eine neue Dimension bereit. Es öffnet sich eine neue Dimension, eine neue Ebene. Dort, wo wir wahrhaftig zu Hause sind. Dort, wo uns nichts berühren kann. Wo sowieso immer alles heil und vollkommen ist. Einfach nur, weil unser Geist nicht wieder irgendwo hingeht. Die Transzendenz beginnt, wenn wir in uns das Unbewegte berühren, das immer Ruhende berühren, wenn wir in die Seinsebene gehen, wenn wir die Ebene der Zeit verlassen. Unser Körper ist auf der Ebene der Zeit. Unsere Umstände, Erfahrungen ist in der Zeit. Die Welt ist in der Zeit. Aber das, was wir wirklich sind, ist nicht in der Zeit. Das, was wir sind, bezeugt die Illusion der Zeit. Bezeugt die Illusion der Welt. Bezeugt die Illusion der Trennung. Wir sind das bezeugende Bewusstsein, das in sich ruhende Bewusstsein, die Stille, die zeitlose, ewige, unveränderliche Stille. Berühren wir uns. Berühren wir uns jetzt. Gehen wir raus aus dem Wahn, zu glauben, wir sind nicht perfekt. Die beste Version von uns ist bereits hier. Wir sind Gott. Wir sind Bewusstsein. Wir sind der Pulsschlag dieses Universums. Wir sind das, was das Leben ermöglicht.
Ohne uns kein Leben, ohne uns keine Welt. Unser Herz weiß es, unser Verstand verneint es. Hören wir auf, an der Illusion herumzuschrauben. Hören wir auf, das Spiegelbild zu putzen. Die Welt ist perfekt, wie sie ist. Und solange wir nicht bei uns beginnen, diesen inneren Frieden zu spüren, Selbstverantwortung zu übernehmen, wird es im Außen auch keinen Frieden geben. Der Frieden beginnt bei uns. Der Frieden beginnt hier, in unseren Gedanken. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da sind, als das bezeugende Bewusstsein verweilen, damit wir unseren Gedankengut, unserem Gedankenfluss uns bewusst werden. Was denken wir den ganzen Tag? Wo lassen wir uns triggern? Wo kommen Automatismen zu tragen? Wo ist ein Muster da, ein Reaktionsmuster da? Wenn wir uns dem nicht bewusst sind, geht dieses leidvolle Spiel ewig so weiter. Deswegen ist die Basis unsere Bewusstheit. Damit wir das alles durchbrechen, dass wir das alles durchschauen. Und in unserer Bewusstheit muss ich nicht mehr an mir herumdoktern. Aus meiner Bewusstheit kommen ganz andere Gedanken, ganz andere Gefühle, ganz andere Handlungen. Einfach nur, weil ich den Raum in mir berühre, wo Gott auf mich wartet, wo die Liebe auf mich wartet, wo der Frieden mich umarmt in jeder Sekunde. Wir übersehen das Wesentliche. Wir übersehen unser Sein. Wir wollen unsere Beziehungen verändern, aber übersehen, worin die Beziehung erscheint. Wir wollen unser Trauma heilen und übersehen, worin erscheint das Trauma. Wir wollen die Welt verändern und übersehen, worin erscheint die Welt. Ich habe aufgehört, die Welt verändern zu wollen. Ich habe aufgehört, meine Traumen heilen zu wollen. Ich habe aufgehört, meine Beziehungen verändern zu wollen. Ich habe mich nur um mein Erwachen, um mein Selbsterkenntnis gekümmert. Und plötzlich verändert sich dadurch alles, was in meinem Sein stattfindet. Einfach nur, weil ich zur Wurzel des Baumes zurückgekehrt bin und aufgehört habe, die Äste verändern zu wollen. Es ist alles vollkommen jetzt. Nichts geschieht wirklich. Und mir ist natürlich bewusst, dass diese Aussagen auch nach hinten losgehen können. Mir ist es alles bewusst, dass wir Schicksalsschläge erfahren, wo ein tiefer Schmerz ist, dass es in uns schwer sein kann, verdammt eng sein kann. Ich habe das alles selbst auch durchgemacht. Ich kann trotzdem immer wieder nur hinweisen. Nichts kommt, nichts geht, nichts stirbt wirklich, nichts geschieht wirklich. Es ist das Bewusstseinsfeld, das sich verändert, das sich verknotet, das sich wieder entknotet.
Und wenn wir dem Bewusstseinsfeld im gegenwärtigen Moment Raum schenken, vollkommen Raum schenken, dann sehen wir die Stille, die Liebe in allem, was ist. Dann sehen wir, es gibt keine Trennung. Es gibt nichts Separates, nichts Fragmentiertes. Alles ist das Gemälde von Gott, alles ist das Leben. Und die Bilder verändern sich, die Erfahrungen verändern sich, die Beziehungen verändern sich, die Gefühle verändern sich, die Gedanken verändern sich. Aber das Bild, die Leinwand, bleibt immer gleich. Und auch die Bilder, die sich verändern, sind in Wirklichkeit aus der Leinwand, aus demselben Stoff, aus Bewusstsein. Wir können das aber nur erfahren, wenn es in uns still wird, wenn unser Geist vollkommen still wird. Sonst bleibt es etwas nicht Erfahrbares. Weil wir die Stille sind, erfahren wir uns durch die Stille. Weil wir die Liebe sind, erfahren wir uns durch die Liebe. Und die Liebe ist, diesem Moment Raum zu schenken, ohne zu teilen, ohne zu fragmentieren, ohne zu verurteilen. Und nein, das Erwachen ist kein passiver Weg. Das Erwachen ist nicht ein Ja-Sagen. Das Erwachen ist der kraftvollste, authentischste und ehrlichste Weg, den es gibt. Ich sage im Außen so oft Nein wie nie zuvor in meinem Leben, weil ich keine Angst habe. Weil ich keine Angst habe vor Konsequenzen. Weil ich keine Angst mehr habe, nicht mehr geliebt zu werden. Weil ich keine Angst mehr habe, nicht mehr dazu zu gehören. Es ist mir egal. Weil ich weiß, dass ich alles bin. Aber innerlich, innerlich sage ich Ja zu dem, was ist. Und daraus kommt eine Handlung, eine kraftvolle, ehrliche, authentische Handlung. Wenn es in uns friedlich ist, gibt es ein anderes Menschsein. Es beginnt immer an der Basis. Ist in uns Ordnung, erwartet uns Ordnung im Außen. Ist in uns Unordnung, erwartet uns Unordnung im Außen. Unfrieden, Unfrieden, Frieden, Frieden. Hass, Hass, Liebe, Liebe. Das Außen ist nur eine Verlängerung unseres Inneren. Es ist kein Unterschied in Wirklichkeit. Es gibt kein Innen und kein Außen. Ja? Aber damit wir es uns leichter tun, so wie innen, so auch außen. Es ist einfach ein nahtloser Übergang. Es ist einfach ein nahtloser Übergang. Nichts fehlt jetzt. Ich lade euch ein, wenn ihr einfach jetzt durchatmet und diesem Moment die Chance gebt, dass er da sein darf.
ohne eine Geschichte drüber zu legen. Einfach nur pur einzusinken in diesen Moment. Rein zu entspannen in diesem Moment. Und einfach in der Geduld sein. Ohne Lösung. Ohne Motiv. Ohne Ambition, irgendwo hinzukommen. Reines Dasein. Was fehlt? Was fehlt? Was fehlt, wenn wir die Zeit verlassen? Wenn wir unser Denken verlassen? Denken ist Zeit, ohne Denken keine Zeit. Was fehlt, wenn wir von der horizontalen Zeitebene in die vertikale Zeitebene gehen, indem wir einfach nichts tun innerlich? Indem wir innerlich einfach nichts tun. Dieser Kreuzungspunkt hier zwischen den beiden Achsen ist das innere Nichtstun. Elke fragt bezüglich Innen und Außen, wenn uns wer Geld schuldet. Ja, dann stelle ich auf die Beine Elke und hole dir das Geld zurück. Aber sei bei dir. Sei bei dir. Betrachte deine innere Welt, was das mit dir tut. Und rebelliere nicht gegen deine innere Welt und hol dir das Geld zurück, was dir zusteht. Aber bleib bei dir. Halte den Raum offen für deine innere Welt und agiere es nicht irgendwo aus, sondern halte es aus. Fühle es. Lass dich tief erfassen von deinen Gefühlen. Lass dich tief berühren von deinen Gefühlen. Und daraus kommt eine Kraft, dass du das Richtige tust, das Richtige sagst und in die richtige Aktion gehst. Weil du einfach das in dir ausfühlst. Ja? Also, auch hier. Ist es nicht kein passiver Weg? Wir holen uns das zurück, was uns zusteht, ist doch klar. Aber wir sind nicht im Inneren im Unfrieden und im Außeren im Unfrieden. Wir sagen, okay, wir spüren hier Wut, wir spüren hier Ungerechtigkeit. Das geht so nicht. Wir spüren diese powervolle Energie. Und da, zu dieser Energie, sagen wir Ja. Und aus diesem Ja kommt die Handlung. Ja, wir sagen nicht, es ist alles Illusion, das tangiert uns alles nicht, so funktioniert das nicht. Achtung, Advaita, Erwachen, kann nicht mit dem Verstand erfasst werden. Die Illusion zu durchschauen. Ich warne davor, was viele tun, dass sie sich von der Welt abkehren. Nein, solange wir es nicht erleben, dass es Illusion ist, tun wir so, als wäre es echt. Und selbst wenn Illusion da ist, tun wir noch immer so, als wäre es echt. Weil es eben, ja, unser Lebenstraum ist, der dazu da ist, zu spielen, zu genießen, traurig zu sein, li zu lieben, freudig zu sein, was auch immer. Und gleichzeitig wissen wir, es ist alles in Ordnung. Es ist alles ein Traum. Johannes schreibt, ich fühle mich wie stecken geblieben und als ob ich nicht weiterkomme. Es ist wie die Möhre vor der Nase und ich komme nicht dran. Auch an die Gefühle, die sich zeigen, nur kurz und nicht in der Tiefe. Ja, okay, Johannes. Das Gefühl von stecken zu bleiben ist ein Gefühl.
Mach auch mit diesem Gefühl gar nichts. Und du sinkst tiefer. Und wenn du tiefere Begleitung haben möchtest, komm gerne in mein Retreat. Es beginnt in 8 Tagen. Da kann ich dich und alle, die sich dafür interessieren, natürlich viel gezielter auch mit Kamera, Ton, Mikrofon, Chat wirklich intensiv und zielgenau begleiten. Dieser Satsang hier ist natürlich nur ein Aufwärmen. In einem Retreat können wir hier noch gemeinsam viel, viel tiefer gehen. Okay, sehr gerne, Elke. Sehr gerne. Wir nehmen das her, was jetzt da ist. Wir ziehen nicht am Gras. Wir wissen tief in uns, alles ist Bewusstsein, alles ist göttlich, alles ist vollkommen. Auch wenn wir es noch nicht erfahren, wir wissen es alle. Wir wissen es alle und überhaupt die, die hier sind. Alles ist ganz heil, in jeder Sekunde, egal was wir erfahren, egal wie schrecklich es aussieht. Es ist Bewusstsein in Bewegung. Es ist Energie in Aktion, Energie in Bewegung. Aber die Energie bleibt immer die Energie. Und wenn wir uns dieser Energie widmen, wenn wir uns dem Bewusstsein widmen, wenn wir uns unseren Gefühlen, unseren Umständen widmen, den Erfahrungen widmen, zuwenden, sehen wir das Göttliche rausströmen. Nicht gleich, nicht gleich. Es dauert. Es dauert. Es ist ein Prozess. Es dauert. Bei mir hat das auch gedauert. Aber immer wieder das Ausrichten, immer wieder das Ausrichten, immer wieder die Geduld aufzubringen. Okay, ich schaue, was hier ist und ich lasse es hier sein. Ich lasse es hier sein. Macht immer mehr auf und lässt das Göttliche rausströmen, rausschimmern. Die Sonne scheint immer mehr durch. Das Licht scheint immer mehr durch alle Objekte durch. Einfach nur, weil wir nichts tun innerlich. Weil wir da sind. Weil wir bewusst sind. Weil wir gegenwärtig sind. Weil wir uns von dem Moment berühren lassen. Weil wir uns mit dem Moment verbinden. Und aus der Idee rausgehen, dass wir erst glücklich werden können, wenn wir dies und das bekommen. Vergesst all das. Ihr werdet nicht glücklich werden. Wenn ihr alles bekommt, werdet ihr trotzdem nicht glücklich sein, weil ihr als ich noch immer hier seid. Es muss das Ich gehen. Es muss die Illusion der Trennung gehen und nicht alles zu uns kommen, was wir wollen. Es ist nur Zeitverschwendung. Wenn wir wirklich frei sein wollen, führt kein Weg daran vorbei, dass wir uns als das Ich auflösen. Dass wir uns selbst vergessen. Dass wir durchschauen, was wir wirklich sind. Und dann kommt sowieso das, was zu uns kommen möchte, kommt. Ganz von selbst. Ohne Kampf, ohne Krampf, ohne Ego, ohne Mangel. Und dann erfreuen wir uns an den Dingen. Aber wir wissen ganz genau, das Ding beinhaltet den Faktor Zeit und kann jeden Moment wieder gehen. Aber das, was nicht geht, ist die andere Ebene, die Seinsebene. Diese.
Bediener fragt, wenn ich einen Menschen pflege oder intensiv betreue, kann dieser Mensch Energie von mir ziehen? Ich fühle mich manchmal so müde und erschöpft. Natürlich, Bediener, das ist ja ein Wahnsinnsjob, wenn du wen pflegst. Das braucht dir irrsinnig viel Kraft, irrsinnig viel Lebenskraft. Wahrscheinlich ist auch ein Widerstand da in dir auch noch, ja, weil du auch natürlich mit diesem Menschen zu tun hast, der natürlich nicht in seiner Blüte ist. Also das ist einfach sehr, sehr intensiv. Wichtig ist nur, Bediener, wie du damit umgehst. Ja, du bist erschöpft, du bist müde. Steh dazu. Ja, und du darfst müde sein und du darfst erschöpft sein. Wehr dich nicht dagegen, sondern werde zur Müdigkeit, werde zur Erschöpfung. Sag ja dazu und fließe und entspanne dich in diese Gefühlsebene hinein. Und du wirst merken, es verändert sich etwas in dir. Es wird sich dadurch etwas in dir verändern. Wir dürfen Angst haben, wir dürfen müde sein, wir dürfen traurig sein. Aber gleichzeitig wissen wir, dass es in Wirklichkeit ein Gedanke ist, der uns dieses Gefühl erzeugt hat. Wir sind einem Gedanken auf den Leim gegangen. Und weil wir den Gedanken geglaubt haben, weil wir mit dem Gedanken identifiziert waren, kommt ein Gefühl daraus. Okay, es macht nichts. Dann durchfühlen wir das Gefühl, wir lassen es da sein und wir kommen wieder zurück zu uns. Das ist dieser ganze Kreislauf. Gedanke, Gefühl, wieder zurück zu uns. Gedanke, Gefühl, wieder zurück zu uns. Bis wir verstehen, dass wir die bezeugende Kraft sind. Und nicht jedem Gedanken folgen müssen, der aus unserem inneren Innenraum emporkommt. Okay. Gut. Genug gesprochen von meiner Seite. Ich lade euch ein, mit mir noch gemeinsam ein paar Minuten hier einfach in der Stille zu verweilen, wenn ihr Lust und Laune habt. Ich bin noch ein paar Minuten da. Nochmal der Aufruf. Möchtet ihr intensive Begleitung haben? Heute in 8 Tagen ist mein Online-Retreat und im April findet ein Wiener Retreat statt. Da gibt es noch genau 2 freie Plätze. Und in München im Juni wieder vor Ort Retreat. Da gibt es noch genügend freie Plätze. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und Einladung an euch. Kommenden Donnerstag ist wieder kostenfreier Satsang. Gut. Lasst uns noch ein paar Minuten den schönen Satsang einfach in dem feiern, was immer da ist. Die Stille, der Frieden, das Bewusstsein der gegenwärtigen Moment.
Okay. Ich sage vielen Dank für euer Vertrauen und für euer Dasein. Schönen Sonntagabend.